Damit man es eventuell tatsächlich noch mal ausbauen könnte. Setze ich das jetzt hier hin? Geht das? Ja. Indem ich ein bisschen schummel, geht das. Achso, ich kann nicht noch näher ranzoomen. Wäre ja auch lächerlich. Zack. Ich glaube, das reicht gerade so nicht. Schade. Dann das so machen. So machen. Und wenn das es dann so macht, wie ich das wünsche. Nein, tut es natürlich nicht. Schade. Dann müssen wir das so rum machen. Und dann du machst bitte blaue Flaschen. Ich möchte es gerne von dem... Na, ist ja auch egal. So. Bada bim, bada boom. Zack. So. Und jetzt muss ich... das auf die Seite bekommen. Und das mache ich am besten. So. Ich weiß, ich bin gerade ruhig, weil ich nachdenke. Und das ist meistens kein gutes. Ja, ich wollte es auch gerade sagen. Der Tracker nachdenkt, macht das allen Menschen Angst. Ja. Und vollkommen zu Recht. Was? Moment. Hey. Ja, es funktioniert. Yes, wir haben schwarze Fläschchen. So, die Produktion ist relativ lahm, ne? Aber du hattest ja gesagt, mehrere könnten. Was? Ja, nur der Abtransport läuft noch nicht. Ja, aber okay, das kann ich ja ändern. Ich brauch, du hast gesagt, das reicht für 4 Fabriken, ne? 3 sollten mindestens ausreichend sein. Vielleicht 4, okay, wie gesagt, wegen den 75%, die ja die Fabriken nur produzieren. Von der Geschwindigkeit. Ja, machen wir das erstmal so. Und dann gucken wir mal. Zack. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Zack. So, und dann... Zack. Wo sind meine Strommasten? Da sind meine Strommasten.
Boom. So. Und bevor ich hier jetzt wieder alle Pläne vermucke, okay, mache ich das lieber manuell. So. Und dann machen wir das so. So. So, so. Und so. So, jetzt haben wir auf jeden Fall drei Fabriken, die nicht schön, aber selten sind. Hä, und wieso produzierst du nicht? Ach so. Ich glaube, die Granatenproduktion ist ein Tucken zu langsam. Glaubst du? Ja, also ich glaube, da brauche ich sogar tatsächlich noch eine zweite. Was jetzt ein bisschen schwierig ist. Dass ich jetzt alles umbauen müsste. Also Türme und Munition reichen, nur Granaten sind momentan noch ein bisschen eng. Wobei ich einfach dumm war und... So. Packen wir mal einfach so einen Stack Granaten erstmal in die Dingens und gucken dann, was passiert. Weil abgegradet habe ich die Fabriken noch nicht. Weil ich noch nicht weiß, wie man die Module baut, aber. Das sind ganz normale Rezepte wie alle anderen auch. Achso. Zweiten Tab, die unterste Reihe. Die ausgegrauten sind die Tier 2 Module, die können wir noch nicht bauen, weil wir diese blauen Chips noch nicht haben. Aber die ersten, die könntest du bauen. Musst du mal darauf achten, was du einbaust, wie sinnvoll das ist. Achso, die Advanced Circuits kann ich. Achso, brauche ich Plastik für. Was, also wäre Produktivität und Efficiency wäre jetzt so. Nee. Das kommt auf an, was du machen willst. Wenn du einfach nur schnell sein willst, machst du Speed-Module rein. Wenn du ressourcensparend arbeiten willst, aber langsamer, machst du Produktivitätsmodule rein. Wenn du wenig Energie verbrauchen willst, machst du Effizienz rein. Also ich glaube, bei den Granaten würde es tatsächlich Sinn machen, Speed reinzupacken. Wobei, jetzt hat es sich angestaut. Ich weiß halt nicht, wie lange das hält. Na, müsstest du halt selber mal gucken, wie gut das hier jetzt standhält. Weil momentan produzieren wir, glaube ich, genauso viel, wie verbraucht wird. Bin mir aber nicht 100%. Nee, ich glaube, ein bisschen weniger. Ein bisschen mehr. Also wir produzieren weniger, als verbraucht wird. So rum. Also wäre ein Speed-Modul tatsächlich nützlich. Also brauche ich rote Circuits. Die waren hier rechts irgendwo. Die gute Nachricht ist, wir produzieren jetzt auch Batterien. Cool. Zumindest so lange, wie wir Gas bekommen. Speed 1 brauche ich. Und was wäre noch sinnvoll? Effizienz? Nee. Du kannst auch zweimal das gleiche einbauen, wenn du willst. Der Bonus wird schwächer in der Summe. Ja. Aber, also ich sag mal, du kriegst nicht zweimal 25% gleich 50%, sondern zweimal 25% gleich, was weiß ich, 42, irgendwas oder so. Aber ja, das ist ja jetzt auch nicht so. Okay. Wo habe ich Speed? Da, zack. Ich habe jetzt einmal Speed. Also ja, er hat auf jeden Fall definitiv langsamer produziert, als er als der Rest verbraucht. Und das wäre ja Schwachsinn. Also das ist ja nicht gut. Deswegen hauen wir da jetzt zweimal Speed rein. Und dann hoffe ich, dass es reicht. Ansonsten muss ich hier irgendwie noch Granaten dazwischen zirkeln oder tatsächlich die Fabriken ein bisschen umstellen. Weil alles andere staut sich. Ne? Nur halt Granaten nicht. Im Moment. Wo steht denn jetzt, wie lange er jetzt braucht? Steht immer noch 8 dran. Warum sollte er schneller sein auf einmal? Weil ich das Speed-Module reingepackt habe. Ach so, okay. Das ist die Basisdauer des Rezepts dann und nicht die veränderte.
Achso, und wo kann ich die veränderte sehen? Musst du per Hand rechnen oder halt wie schnell er ist. Immer noch zu langsam. Glaube ich. In welche Fabriken also sind noch alle in welchen Fabriken hast du das jetzt reingepackt? In welche? Nur in die Granaten. Und warum sind die zu langsam? Weil es sich nicht staut. Das ist ja egal. Achso, nein, das ist eigentlich nicht. Und im Idealfall müsste es sich stauen. Ja. Achso, ich habe vergessen. Kabel und Kiste. Nein. Nein, da. Kleiner gleich. Wie viel Munition wollen wir denn da lagern? 200? Ja, machen wir ruhig 400. Lagern wir die normale auch zwischen oder nur die rote dann? Wir lagern momentan nur die okay, rote. Okay, dann machen wir gleich 1800 oder 2000, dann machen wir gleich eine gerade Summe. Oh, weil wir dann, wenn wir die Türme aufstellen, gleich welche nehmen können. Weil ich nicht weiß, ob wir genügend Lasertürme aufbauen können. Ja, und da denke ich mir halt, können wir hier halt gleich in der, warte mal, wie viel passen denn in der Holzkiste rein? Naja, genug, wahrscheinlich. Na, dann können wir da nämlich erstmal reinpacken. Aber Eisen kommt hier schon wieder zu wenig an. Ja, ich habe ja auch schon angefangen nachzubauen. Ah, nee, weil ich vergessen habe, den Ausgleich-Dingens reinzubauen. Ich habe vergessen, den Ausgleich reinzubauen. Deswegen hat er nur geklaut, aber nicht aufgefüllt. Zack. Und du hast gesagt, alle zwei, ne? Oder nach jedem? Wie alle zwei? Nach alle zwei mal abnehmen, sollte man wieder ausgleichen. Ja, spätestens. Dann kommt das kommt darauf an, wie viel du immer rausziehst. Wenn du nur, ich sag mal, eine Metallplatte irgendwie rausnimmst oder irgendwas in die Art, dann kannst du auch alle 10 theoretisch machen. Meistens verbraucht man aber doch deutlich mehr auf einen Schlag. Oh, hoppala. Da. So. Und dann dazwischen auch nochmal. Ja. Hä? So. Nee. Was? Egal. Krieg ich schon hin. Bin ja nicht doof. So, ja. Bin ja nicht saudoof. So rum. Ach, halt die Klappe. So sieht das schon besser aus. Ja, ich hatte vergessen, einfach den Ausgleich wieder reinzubauen. Und das hat sich halt hier jetzt auch bemerkbar gemacht bei der Munitionsproduktion. Okay, jetzt habe ich eine Pause drin. Warum habe ich hier jetzt eine Pause drin? Jetzt produziere ich auch zu wenig Geschütztürme. Hä? Naja, wenn von dem einen mehr geliefert wird, was vorher zu wenig war, brauchst du automatisch von dem anderen mehr, weil dann auf einmal alle Fabriken laufen, wo vorher vielleicht noch Leerlauf gewesen ist. Das heißt, durch den Mangel an Granaten ist wahrscheinlich eine Fabrik nicht vollständig gelaufen. Und deswegen hatte da gut, noch dann, der Geschützturm gereicht. Dann kommen da jetzt überall Speed-Dinger rein. Dann hast du wieder Granaten zu wenig. Ach so. Science ist schwierig. Okay, also im Grunde muss ich doch umbauen und eine zweite Fabrik von allem errichten. Möglich. Möglich. Ansonsten, wie gesagt, wenn du erstmal zwei oder drei zum Laufen kriegst, damit das sollte erstmal ausreichen für den Anfang. Also, sie haben halt zwischendurch eine kurze Pause drin, aber ach so, warte mal, ich war ja auch doof. Da. Und hier kriegst du nochmal eine Handvoll Granaten dazu. Und dann schauen wir mal. Also im Moment produziere ich tatsächlich Geschütztürme zu langsam. Ja, weil Geschütztürme auch mit 8 produzieren. Das macht ja dann Sinn, dass die, wenn die Granaten zu langsam sind, sind die Türme automatisch auch zu langsam. Mhm.
Aber die Munition müsste passen. Weil die braucht ja nur 3. Und staut sich. Und wir haben jetzt noch 130, 125 in der Kiste. Aber es sind auch keine, ich sag jetzt mal, Hardstops im Extremfall. Also ja klar, es sind kurze Pausen drin, aber nicht so elendig lang. Und wir haben hier schon Flaschen, die sich stauen. Weil wir es auch noch nicht so oft brauchen. Das kommt ja auch noch dazu. Die hier irgendwo flaschieren. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich das jetzt mache. Zack. So. Das sieht besser aus. Ja. So, ich habe noch mal ein bisschen mehr Eisen oben links bei dem großen Feld jetzt angebaut. Ich packe dann noch mal einen Reiber ein. Aber ich glaube, dann können wir auch langsam wieder Richtung Feierabend gehen, oder? Ach, weil ich da geschützt habe. Ja, ich muss auf jeden Fall die Produktion hier mehr oder weniger abreißen, neu bauen. Ja. Es sind zu wenig. Es sind tatsächlich zu wenig. Ich muss das ein bisschen aufdröseln. Schade drum. Hätte ja funktionieren können. Hätte, ja. Na, also sie laufen aber nicht so schnell, wie sie sollten. Ich habe hier oben auf jeden Fall nochmal 25 weitere Mining-Drills dran gesetzt. Autsch, hatten wir schon wieder zu wenig Stahl? Eisen. Weil bei dem alten Eisenfeld die ersten Maschinen jetzt nach und nach halt anfangen aufzuhören, weil da kaum noch Eisen drin ist bei einigen. Ja, das stimmt. Da sind 6 Stück ausgefallen mittlerweile. Boah. Okay, das ist nicht gerade wenig. Und das mittlere Feld ist auch schon wieder. Immer noch. Ich sehe es gerade. Obwohl ich oben schon massiv erweitert habe. Mit 2 Fließbändern hier arbeite. Kann ich mir das an? Da ist kein Stau auf den Bändern. So doch, hier ist jetzt kommt langsam ein Stau in der Mitte rein. Jetzt glaube ich, sollte es langsam anfangen. Scheiße, ich hätte oben nicht. Ich hätte oben den Fehler eingebaut. Du hast da 3 Fließbänder. Ja, das ist richtig. Und das mittlere staut sich. Ja, das mittlere. Das mittlere wird aber nicht, geht aber nicht weiter. Ich habe einen Fehler. Wo hättest du es denn gerne hin? Soll ich dann einen Splitter einbauen? Ich gehe da schon hin. Ich mach da schon. Ich stehe schon da, ich hab's Kollege. Kaputt gemacht. Ich mach's wieder heile. Ich weiß nicht mehr, wo es hin sollte. Ich würde da einfach einen Splitter reinsetzen. Ich glaube einfach geradeaus durch, dahinter ist auch ein Splitter. Ja, aber der teilt ja nur auf Mitte und links. Ja, ist doch auch. Egal. Mitte und rechts. Egal. Nee, links und... Ach so, ja doch, ein gerades Ding, es passt. Ja. So, jetzt fummel ich mal in deiner Arbeit rum. Ha, fühlt sich nämlich gar nicht mehr so gut an, ne? Für dich nicht, nee. Ja, aber der Stau hat sich auf jeden Fall sehr schnell wieder aufgelöst, würde ich mal sagen. Aber mal gucken, wie lange der jetzt hält, ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. Der teilt dann in rechts und Dingens auf. Hä, wo krieg ich denn... Warte mal. Ach so, ja, der teilt in links und Mitte auf. Aber jetzt staut sich auf jeden aber Fall du hast wieder alles. In dem dritten neuen Band, ne, hast du es nur einseitig. Nee, ich habe schon weiter links, fange ich schon einmal an, den Kram aufzuteilen auf die Bänder. Ungefähr da, wo die Mauern produziert werden. Ach da. Ja, aber das läuft nicht. Ja, aber auch nur in eine Richtung, ne? Wie in eine Richtung. Na, du. Oben und Mitte gleichen sich ein bisschen aus und unten und Mitte gleichen sich auch ein bisschen aus. Ja, aber nicht oben. Doch egal. Ne, das obere läuft halt nur auf einer Seite, das meine ich halt. Ja, nee, es läuft auf beiden Seiten, aber nur ganz, ganz schwach auf der einen Seite. Aber ist egal. Ja, ja. Ne, aber das wird dann hier ab der Mitte ausgeglichen. Das kommt aber schon so komisch hier an, also von Anfang an. Also so ganz zufrieden bin ich damit nicht. Ja, komm. Warte mal. Ich optimiere das nochmal. Ja, ich glaube, du musst da direkt an der Quelle nochmal. Da bin ich gerade hin. Hä? Das. Ach so, weil auf dem oberen Band so gut wie gar nichts rauskommt. Richtig, sag ich doch. Ah, hau da einfach nochmal eine Reihe oben drüber. Ja, ich habe nicht mit so viele Dinger, ich habe kaum noch Eisen mit, aber ich würde jetzt einfach dafür sorgen, die eine Reihe transportiert kaum ab, weil das Band immer voll ist.
Ich würde mal gucken, dass wir das da gleich irgendwie auflösen, den Stau. Den Knoten. Ach so, da. Ja, ich sehe es. Den Splitter später legen. Irgendwie so. Ich beobachte dich. Aber ich meine, deswegen reden wir auch weniger, weil es halt wirklich jetzt anfängt, dass man dann halt guckt, wo kann ich optimieren? Also jetzt fängt halt wirklich so der So ist besser, glaube ich. Teufel steckt im Detail, aber auch nicht viel. Oh doch. Aber warte mal, bis sich der Stau Jetzt ist erstmal es auf auflöst. beiden Seiten erstmal drauf. Das ist schon auf jeden Fall ein Unterschied. Ja, okay. Ja, und der Stau muss sich hier ja natürlich auch erstmal auflösen, der sich vorher gebildet hatte, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Es ist Also aber die immer noch recht. rechten beiden werden nicht abtransportiert im Moment. Also die produzieren ja, der. Aber es ist egal. Also ganz ehrlich, wenn einer ausfällt, dann springt einer von den beiden wieder ein und das Thema ist erledigt. Ach so, die beiden meinst du? Ja, also das ist halt auch wirklich so, da würde ich jetzt halt auch überlegen, wie man es machen kann. Ich würde so Aber lassen. mir fällt es auch nicht ein, so richtig. Weil es halt alles auf ein Band rotzt. Das ist halt unten genauso. Ja. Unten hast du halt den Vorteil, dass es sich nicht wirklich viel staut, weil die Kurven größer sind. Ja, weil das ja oben, ich sag mal, zieht sich halt ein bisschen länger hin, weil eben direkt danach die Kurve kommt. Ja, bei den meisten kommt eine Kurve und dann läuft das Band halt schon ein bisschen weiter. Ja, und da ist dann halt erstmal der erste Stau. Also richtig. Also dicht an dicht ist es nicht. Da ist eine Lücke drin, das sieht man auch. Aber das ist nicht so tragisch, denke ich. Ja, und dann wird es später eh ausgeglichen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was Ich das Ausgleichen glaube, das wäre bringt. aber auch schon eine Entfernung gewesen. Wir hätten doch einen Zug legen sollen auf die Strecke. Das wäre Wir können ja nächstes Mal einen Zug ja legen. deutlich einfacher gewesen im Nachhinein. Und vor allem, wir würden uns so viele von diesen roten Bändern sparen, so viele Ressourcen damit sparen. Na gut, jetzt Ja. liegen sie. Na, also das ist jein. Wobei unten staut es sich auch, aber das wird sich halt irgendwann. Aber wir produzieren 19.000 Metallplatten pro 10 Minuten, nein, pro Minute. Ich glaube, wenn wir den einen Splitter, der vorher abgreift, wenn wir den jetzt rausnehmen. Nein, der bleibt jetzt drin. Aber wenn wir den rausnehmen, wird es noch besser Der bleibt laufen, jetzt drin. glaube ich. Ja, ist ja gut. Drin bleibt das jetzt. Aber ich glaube, der reißt es halt raus. Oh, wir haben einen Kohleengpass. Ja, müssen wir nächstes Mal machen. Ich würde langsam The ins fuck? Bettchen wollen. Ja, okay. Lass mich aber kurz Für einmal die beim Kohle. Zuschauer ist es kurz nach 11. Lass mich kurz einmal beim Kohlefeld gucken, was da Sache Ja, ist. Moment, Moment, Moment. Die Kohleproduktion ist doch vollkommen okay. Guck mal Wo auf ist denn guck mal dann? auf den Energieverbrauch. Sobald ich weiß, wo ich das finde. Ein Strommasten, Rechtsklick. Oh, ein Strommasten rechts. Ein Strommasten. Erstmal einen finden, wenn man mal einen Hier oben braucht. bei mir. Ah, da. Wir. Oh. Ups. Also, wir produzieren genauso viel Kohle wie immer. Wir verbrauchen nur deutlich mehr, weil die Kraftwerke langsam hochfahren. Ups. Oh, Ups. die ersten Kraftwerke haben übrigens schon keine Kohle mehr da oben. Ach du Scheiße. Ja, müssen wir beim nächsten Mal, glaube ich, die Kohle erweitern. Ach du Scheiße. Ja, aber das Problem ist, ja, okay, da oben ist noch das große Kohlefeld. Und an den Fluid-Waggon gehen wir nicht. Ja, vielleicht ganz am Ende, aber mal gucken. Niemals, da werde ich kämpfen bis aufs Blut. Dann brauchen wir das Ölfeld unten links und machen Aber uns so eine Tür ausgefallen? draus. Ausgefallen ist nur einer, ne? Wie nur einer. Also Die eine Seite ist da ein. oben. Nee, ich meine jetzt bei der Kohleproduktion Ach so, ja, ganz am genau. Anfang. Ne? Ist nur einer ausgefallen. Also so viel, ich sag mal, Lag haben wir jetzt nicht. Naja, die nächsten werden bald da sein. Einer hat noch 5,3, Oh, 4,7. nee, die Chemieplants unten, die fressen ganz gut. Ja, klar, die brauchen auf jeden Fall auch, Na, aber. beim ersten Splitter geht halt schon mal ein guter Chunk weg. Also müssen wir einfach nur die Was? Produktion Beim erhöhen ersten dann. Splitter? Ach so, das meinst du. Ja, also Ja, nach wobei unten. Da das geht geht halt. eigentlich, weil jetzt nicht mehr so viel Gas da ist, produzieren die jetzt auch nicht mehr so schnell. Aber
ne, es ist erstmal ein Chunk, den die auch wegnehmen. Ja. Also da kommen halt die ersten Lücken rein, wobei schon ein paar drin sind. Gut, also gut, klar, merken wir uns fürs nächste Mal Kohle. Kommt der erste Fabrikblock, also Steam Engine Block, dann der Kraftwerke. Zweite, dann der dritte. Ja. Und dann ganz zum Schluss halt der Rest. Block. Und noch die Granatenproduktion. Block. Wir dürfen sie nicht vergessen. Warte mal. Wo, was? Wie war das nochmal mit Ach dem... Ach so, danke. Ich hab vergessen, wie es mit dem Wegemarker ging. Du machst die Karte auf und klickst einfach irgendwo drauf. Ah, ich dachte, ich zoome ran, zum, okay. Ja, ja. Muss halt so grob die Richtung irgendwie. So, Block A. Block B. Ja. Ja, das ist tatsächlich. Warte mal, ich setz mal einen hier auf. Zack, wo haben wir denn? Gibt's denn hier nicht irgendwo ein Symbol für Kohle? Ne, mache ich einen Electric Mining Drill. Da, Kohle erweitern. Damit wir es nicht vergessen. Und Block A.2. So. Eisen, mussten wir das noch erweitern? Nee, ne? Das Im Moment läuft das erstmal, ja. Okay. Gut, also Kohle also erweitern. Im Moment, jetzt ist auch alles in der Mitte drin bei der Verarbeitung gestaut. Also alle Fabriken laufen da jetzt drin. Gott. Das entspricht jetzt 21.000, also 2,1 K pro Minute. Und wie viel verbrauchen wir? 19 K. So 1,9. Scheiße. Oh Mann, das werden aber auch Summen. Ja, klar. Ich meine, die stanzen ein Zahnrad aus einem Stahlblock. Was wir alles an Überschuss wegschmeißen, will ich gar nicht wissen. Ja, mir doch egal. Wir haben da ein Loch drin. Das ist Absicht, du Dödel. Ja, ja, komm weg. Ist Ausschuss, hat der Chef so gesagt. Ist ja nicht unser Planet, also von daher. Wir haben die ersten 400 Batterien hier drin schon in der Kiste bei mir. Hä? Wir produzieren Batterien? Hab ich doch vorhin gesagt. Ah, da kannst du mal sehen, wie gut ich dir zuhöre. Ich war wahrscheinlich mit Bauen beschäftigt. Wir haben auf jeden Fall auch einen spürbaren Energiemangel, weil die Fabrik hier, das Chemielabor, teilweise gelb ist. Oh, okay. Fuck. Also müssen wir den Stromblock erweitern? Ja. Oder? Nee, wir müssen die Kohle erweitern, damit der Strom wieder richtig läuft. Und langfristig auf jeden Fall auch den Stromblock nochmal. Ja, ja, klar. Dann also soll ich da eben schnell rüberlaufen und das eben noch machen? Das machen wir nächstes Mal. Weißt du, das sind, ich bin schon fast da. Das ist doch egal, das machen wir nächstes Mal. Weißt du, während wir uns jetzt streiten, ob ich das machen soll oder nicht, bin ich schon fast da. Das machen wir nächstes Mal. Da sind übrigens auch noch gelbe Spinnen dazwischen. Ich stehe mitten. Ja, okay, aber die darf ich zumindest austauschen. Das machen wir nächstes Mal. Ne, jetzt tausche die aus. Zack. So, das wird natürlich. Du bist immer so ein fauler Sack. Ja, ich möchte Sachen sofort machen. Oh, hoppala, das ist eins zu weit. Ist die verkehrte Richtung? Ja, aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass die Fließbänder die Kohle jetzt so fett machen. Ach, jetzt bastelst du hier rum, oder was? Ich wollte jetzt gerade aufhören. Gerade wolltest du die Kram noch fertig machen, hast du gesagt. Ja, durfte ich ja nicht. Hast du gesagt. So. Ich wollte auch noch was dazu beitragen. So, einer kommt noch hin. Und dann sehen wir beim nächsten Mal, ja, ob es reicht. Hier kann ich noch einen und da kann ich noch einen setzen. Dann. Wobei da ist schon. Da steht noch ein Baum. Steht auch noch einer. Zack, Buch. Fertig, Ende Gelände. Strom. Strom, bam, fertig. So, jetzt haben wir das ganze Feld, glaube ich, am Wickel, oder?
Weil da fehlt noch einer. Da fehlte noch einer. Da fehlt keiner. Und hier... Was? Nee, jetzt nicht mehr. Hab ich hingesetzt. So, das dürfte es jetzt ganz leer lutschen. So, jetzt haben wir uns aber einen Feierabend verdient. Definitiv. Und ich glaube, jetzt kann man der Kohle bei zugucken, wie sie sich quasi hier regeneriert. Durchschleimt. Ja, jetzt kann man hier. Das ist so ein leichter Chunk, so alle paar Dingens wird aber immer rausgezuckt. Ja, ja unten. Klar. Aber das bleibt halt nicht aus, ne? Weil dann wieder eine von den Schiebefabriken oder zwei oder drei halt eben unten dann genügend Gras haben. Ja. Das bleibt ja, nicht und aus. Jetzt... Nö, aber das sind halt so minimale Ausbuchtungen. Ja. Und vor allen Dingen, wir haben hier jetzt Kohlestau hier vorne. Ja. Kriegen wir den gelöst? Indem wir schnelle Fließbänder einsetzen. Haben wir ja, das schon. Noch gelbe da hinten. Oh, warte mal. Egal, nächstes Mal bitte. Ich muss morgen zur Arbeit. Ich weiß, lass mich noch ganz kurz. Ja. Die Kurve und die hier vorne und dann haben wir's doch schon fast fertig. Ach so, scheiße, das ist die ganze Strecke, kann das sein? Oh fuck. Ich dachte, das wäre jetzt nur die Ecke. Ups. Da haben wir sogar noch einen gelben Splitter. So. Also ich habe doch gesagt, wir hatten hier noch gelbe Geschichten. Achso, hast du schon. Ups. So, jetzt aber. Ach nee, doch noch nicht. Aber jetzt. Jetzt aber. Ja, das brennt jemals auf. Das war das Problem. Da fehlten noch rote Bänder. Ich glaube, jetzt haben wir es aber. Weil ansonsten hätten wir das Problem nächstes Mal immer noch gehabt. Jetzt dürfte es sich vernünftiger verteilen. Hä? Wieso zubbelt der denn jetzt so komisch? Ach so, wegen dieser Pause. Oh. Hm? Wir haben noch ein gelbes Fließband. Das wo? Direkt unten. Direkt nach der Abzweigung, wo es losgeht. Bei dem ersten Splitter. Die Kurve ist noch rot, ist noch gelb. Ach, das ist egal. Jetzt bin ich da. So. Aber macht die Kohle auch nicht fett. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich hier die Kurve. Aber, was soll's. Warte mal. Wie könnte man das verbessern? Wo ich schon mal hier stehe. Ja, ich überlege gerade. Warte mal. Wir generieren mehr hier unten als da. Warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wenn wir das so machen. Und einfach auf den Splitter scheißen. Warum das denn? Beziehungsweise den Splitter später setzen? Warum? Weil dann die Kurve da nicht mehr so eng ist? Müsste das nicht funktionieren? Bezweifelt es. Ich würde das einmal ganz anders machen. Warte mal. Ich würde das so machen. Oh, ja. Jetzt läuft es trotzdem noch durch den Splitter. Jetzt nicht mehr. Aha. Ach so. Ich verstehe, was du jetzt gemacht hast. Okay. Gucken, wie das auf dass wir schon läuft. Von dem Band, was hier unten voll ist, schon direkt nach oben alles jagen, da von der oberen Seite draufklatschen. Macht es dann Sinn, hier den Splitter zu haben? Nee, ne? Eigentlich nicht. Doch, wegen der rechten Seite, die von hier kommt.
Oh! Ja, stimmt. Aber macht es Sinn, dass wir sie da haben? Halt's Maul. Meier nur, ist eine Option. So, das muss ich jetzt kurz einpendeln. Und dann... Weil dann wird das da oben nochmal neu sortiert. Ja. I guess. Muss reichen. Oh, warte mal. Ja. So vielleicht? Das macht bei den beiden meinen jetzt auch keinen großen Unterschied mehr. Ja, aber die haben sich halt gestaut, weißt du? Fand ich halt doof. Dafür stauen sich die beiden nicht runter jetzt. Aber die haben sich vorher auch schon gestaut. Ach, halt doch die Klappe. Es ist spät, ich muss ins Bett. Genau, in dem Sinne. Schönen Feierabend. Ja, aber die Generatoren laufen wieder. Jetzt will ich noch kurz wissen, wie viel Strom wir produzieren. 42,4. Ja, aber auch nicht. Immer noch genauso viel, wie wir verbrauchen. Ja, klar, weil immer nur so viele hochgefahren werden, wie wir gerade verbrauchen. Ah, okay. Deswegen, wir haben halt aber wir haben... Wie viel haben wir jetzt? 70, glaube ich, Generatoren, ne? Ja. Das sind also 63 Megawatt. 0,9 pro Stück halt. Okay, also laufen wir sowieso schon an der Grenze. Ja, wir kommen langsam in die Richtung. Okay. Wenn er, ja, und weil wir halt auch von der Kohle jetzt tatsächlich mehrfach aktiv abgreifen. Ne? Ja, wobei die Kohle jetzt oben wieder genügend da ist, so ist es nicht. Aber ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass ich diesen Block B beim letzten Mal gebaut habe. Oh, das hätten wir schon für früher Probleme gehabt. Das stimmt, dann müssen wir halt jetzt noch Block C bauen oder wir erweitern Block B nach links. Weil wenn wir den nach links erweitern, können wir gleich die Kohle da mit anschließen. Ja, dann würde ich vielleicht einen neuen Block bauen und vielleicht sogar zwei Blöcke oder sogar vier. Mal gucken. Warte mal, da unten ist doch Uran, ne? Können wir nicht das kostet 1000 Forschung von jeder Sorte. Und Nukula. Selbst dann ist es doch ziemlich aufwendig, das Ganze zu bauen. Da würde ich erstmal schon, dass wir beim nächsten Mal fliegende Roboter und sowas bauen. Okay. Vielleicht hilft uns das ja dann auch schon einige Engpässe. Ja, Engpässe nicht unbedingt, aber es macht einige Sachen einfacher bei der Produktion. Weil die dann nicht mehr unbedingt alles über Fließbänder holen müssen, sondern auch einen Teil einfach dann direkt aus Kisten holen können. Wo es gerade kann ich jetzt endlich meinen Flammenwerfer erforschen? Ja, ne? Ja. So. So. Jetzt aber. Ja. Wir haben Schicht im Schacht. Sprichwörtlich. Schacht im Schicht. Vielen Dank fürs Zugucken. Schacht im Schicht, den haben wir auch. Deswegen vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, fortsetzen folgt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.